berühmte letzte Worte. Narratus wusste, wie man die Dramatik erhöht. Das verdatterte Böse wiegte sich in Sicherheit. Doch natürlich würde Narratus letztlich obsiegen. Ja, ja, berühmte letzte Worte. So heißt übrigens auch das DLC, wo wir gerade sind. Dungeons 3 geht weiter. Ich klicke direkt auf Spielen. Wir wollen gar nicht erst quatschen. Ich habe aber so ein bisschen Angst, was jetzt wieder passiert. Die letzten Folgen oder besser gesagt die letzten Missionen, die waren ja recht unfair. Aber so soll das ja auch sein. Wir spielen ja auch gerade gegen den Geschichtenerzähler, der sich selber Narratus nennt und es nicht zugeben will, dass er es ist. Talia und das abgedroschene Böse hatten den finalen Stützpunkt des Narratus erreicht. Dort würden sie in seine heimtückische Falle laufen. Tja, von wegen! Das Skript von Realmforge zu dieser Mission sagt, dass das absolute Böse und ich, Narratus, hier in Grund und Boden treten. So werden wir es machen! Nun, das denkst du vielleicht. Aber Narratus hatte diverse Vorkehrungen getroffen. Zwei Magier-Turmschild-Generatoren schützten seine Basis. Eine unglaubliche Anzahl an Türmen machte den Weg zur Basis zu einem wahnsinnigen Spießrutenlauf. Außerdem hatte er eine Klonmaschine und stellte damit verstärkte Kreaturen her, die den Dungeon angriffen. Das hatten wir doch schon alles mal in irgendwelchen anderen Missionen. Das Skript von Realmforge sagt... Papalapap. Auch dafür hatte Narratus vorgesorgt und kurzerhand die Realmforge-Mitarbeiter in einen Käfig gesperrt. Aber das ist nicht fair. Unverschämterweise wollten diese bedauernswerten Firmendrohnen Abkürzungen in die Karte einbauen, Produktionsboni für den Dungeon zur Verfügung stellen und eventuelle Bugs zu Narratus Gunsten ausbügeln. Hahaha, das habt ihr nun davon, ihr Penner. Na gut, wir kriegen das auch so hin. Los, Kreaturen! Macht alles platt! Walzt alles nieder! Bekritzelt alles mit Buntstiften! Nicht abwaschbaren Buntstiften! Okay. Oh, ja. Mhm. Oha. Guck mal hier. Was ist das denn bitte hier? Wollte mich verkackeiern. Wo ist das hier? Kann ich ja gar nicht lagern, das ganze Gold. Wir haben nur einen Eingang und mir hier so ein scheiß Portal wieder. Aber... wir haben einen Eingang. Und somit machen wir nämlich Folgendes. So, wir machen nicht zu tief jetzt. Wir gehen echt nicht zu tief in die Materie hier rein. Wir gehen jetzt einfach direkt rüber. So. Dann hier. Machen wir direkt frei für eine Falle. Hier gehen die hoch. Nee, direkt breiter machen. Dann gehen die wieder runter. Ich glaube, das können wir so machen. Und dann gehen wir hier so rüber. So, so. So. Oh, geht nicht. Doch, geht wohl. Dann machen wir das so. Dann gehen wir hier den Weg so entlang. Mit den Schwachköpfen. So. So machen wir das. Und dann kann ich nämlich den Weg hier einmal hier schließen. Und einmal hier schließen. Okay, in der Hoffnung, dass wir jetzt keine Spinnen ausgraben. Ich habe hier schon Angst. So, Gold. Und ihr wisst, wir müssen direkt Schnuddelingskies. Wir haben noch keine Einheiten, ne? Nur sie. Okay, wir graben mal ganz kurz in diese Richtung. Und wir müssen hier zumachen. So, kriege ich dann hier die Möglichkeit, einen Raum zu bauen. So. Okay, das machen wir sogar so. Und dann kriegen wir hier die Möglichkeit... Ein Raum voller Kristallwesen wurde angegraben. Scheiße, 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 scheiße. Oh, nee. Ein Riesenwurm hat sich im Dungeon breit gemacht.
Wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Wir haben jetzt schon Gegner, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und die hauen uns jetzt das Dungeon-Herz kaputt. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Baut das schnell. Ah, noch ist Talia da. Und die Orks. Viele Orks. Okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was habe ich jetzt schon wieder rausge... Und bleib lieb. So. Können wir noch einen Heiler hinterher schmeißen? Noch nicht, ne? Nee. Tod allem Guten. Wir machen das schon. Wo schleppen die denn das ganze scheiß Gold jetzt hier überall her? Das nehme ich mal hier. Nein. Ah, die sollen auch für das Gold zu schleppen. So. 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 Das haben wir jetzt erstmal für die ersten Sekunden so gemacht. Oh, jetzt habe ich natürlich... schnell. Wieso kann ich nicht forschen? Ach, guten Morgen. Zahltag. Wir haben noch gar keine netten, leckeren Gulugulus. Machen wir hier. Machen wir in diese Richtung. So. Viele Gulugulus. So. Jetzt kann ich die nämlich, wenn ich dann irgendwann Gold finde, das dann auch machen. Warum haben die hier nichts abgemacht? Huch. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Noch ist das okay. Ich würde ja gerne Gold haben, aber warum zum Teufelsnamen? Drei Teufelsnamen? Komm, reiß es doch ein. Na also. Das nehmen wir auch mal auf. Müssen natürlich jetzt diese bescheuerten Wesen loswerden. Kann ich jetzt einen Heiler machen? Perfekt. Komm her. Wo ist die alle? Wo ist die Olle? Ah, oh, hier ist sie. Okay. Ja, eigentlich brauchen wir nicht die Olle heilen, sondern gleich die Orks. So, coole Sache. Haben wir recht gut hinbekommen. Kommen. Machen wir es schön breit. Hier ist die letzte Bastion. Hier machen wir noch eins. So. Wir machen das auch so. Okay. Da kommen wieder die nächsten Affenärsche. Also mir ist ja eigentlich wichtig, dass die hier das Gold langsam mal an Land bringen. Aber wir müssen natürlich auch hier ein bisschen vorsorgen für Fallen und so ein Quark. Der Heiler muss aufpassen. Nur nicht der Heiler darf getroffen werden. Verteidig das Dungeon-Herz. Mal gucken, ob der Heiler nicht getroffen wird. Ja, ein bisschen, ja schon, aber schaffen wir schon. Okay. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Nee. Wo? Okay, die müssen sowieso da kämpfen. Okay. Das ist okay.
Das freut mich sogar. So, machen wir das jetzt hier. Okay, und dann machen wir noch mal einmal mehr. Ich würde gerne noch mal einen Heiler machen. So, ich will hoffen, dass jetzt mein Ork jetzt nicht hier den Wurm angreift. Das ist wichtig. Okay, drauf sind sie alle gegangen. Ich würde jetzt gerne mal 1000 Gold sammeln. Aber wir haben kein 1000 Gold. So. Was ist los? Finger weg. Dungeon-Herz wird angegriffen. Finger weg von meinem Dungeon-Herz. So, ich bin gerade noch ein bisschen, ihr seht gerade ein bisschen hin und her am Wursteln. Ich muss noch gerade rausfinden, wie ich am besten die Gebäude. Bring mich zum Kampf! Kämpfen die gegen den Wurm? Ach, Mist. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Okay. Noch ein Heiler dazu und noch ein Ork dazu. So ist mir lieber. So, jetzt haben wir eigentlich recht gute Einheiten. Und könnten sogar... Könnten sogar schon mal nach draußen gehen, angreifen. Ich würde gerne ganz kurz hier das Ding angreifen. Das würde ich gerne aufheben, sonst nerven mich hier die kleinen Schnodderlinge die ganze Zeit. So. Und dann machen wir hier mal hier direkt... Oh, wir haben kein Gold. Machen wir hier wieder zu und hier auch wieder zu. Machen wir ein paar Fallen gleich hier hin. So. Es ist Zahltag. Die Nacht begann. Nein. Narathus nutzte sie, um sich auszuruhen und neue Kraft zu finden. Ah, das ist gut. Ich habe schon Angst gerade gehabt, was jetzt schon wieder passiert. Wir haben kein Gold, weil meine Schnodderlinge kein Gold abarbeiten. Ja. Kann ich hier Fisch 1 schon mal hier hinbauen? Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ach, wir haben ja kein Gold. Kommt schon. Wir machen mal Folgendes, Leute. Wir gehen mal schnell kurz nach draußen. In der Hoffnung, dass wir gerade ein bisschen Ruhe haben. Jetzt kommen wir zwar wieder gleich wieder ein paar Vollpfosten. Aber... Befehligt mich. Vielleicht schaffen wir es ja. Oder wenigstens schon mal in die Richtung zu gehen. Das ist ja direkt hier vorne. Okay. Okay, wir müssen... Oh, fuck. Das ist ja nicht das. Hier oben vielleicht? Nee. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, nee, hier ist es. Vielleicht kommen wir ja dahin. Jetzt kommen wir schon gleich die nächsten Kristallwesen. Aber wir müssen versuchen, dorthin zu kommen. Wenigstens greifen wir schon mal die ersten Gegner an und machen uns da ein bisschen den Weg frei. So. Spinnen haben sich irgendwo im Untergrund weiter ausgebreitet. Okay, die Kristallwesen kommen gerade gelaufen. Das ist natürlich jetzt doof. Ich muss da erstmal zurück. Ich will nämlich jetzt nicht, dass sie jetzt auf meinem
auf meinem Dingsbums draufklopfen. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Okay. Mehr Schnodderlinge. Zweimal. Nochmal Einheiten. Direkt raus. Komm schon. Wir müssen das einnehmen. Dann ist für mich alles gut. Okay. Wohin gehen die denn? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach nee. Ich habe ja noch kein Portal. Okay. Ist natürlich jetzt wieder doof. Wir brauchen ein paar mehr Schnodderlinge mehr. Oh ja, komm, machen wir gleich auch das hier. Okay, gehen wir wieder zurück. Hauen die erstmal. Ach ja, die kämpfen ja gegen die. Brauchen wir gar nicht rein. Mein Fehler, Leute. Bringt mich zu den Gegnern! So, mein Fehler ist jetzt. Jetzt werden die nämlich aggressiv, die Würmchen. Mein Fehler. Jetzt habe ich natürlich Würmchen, die, glaube ich, zu mir laufen oder diese kleinen Mar. Scheiße. Und wieder zurück. Ich habe noch kein Portal, Leute. Ich muss immer hin und her laufen. Herz wird angegriffen. Ach Mann! Das Gute wird fallen. Sorry, Leute, hab ich nicht mitbekommen, dass sie hier waren. Mist! Wir gehen jetzt langsam alle gerade auf den Senkel. Das müssen wir mal kaputt hauen. Jetzt aber schnell. Ich muss wenigstens die eine Bösartigkeit da unten einnehmen. Jetzt mach die Bösartigkeitsinsel. Los jetzt! Ja, der Hunger wegen Google, sie sind natürlich echt wenig. Ich habe aber jetzt ein bisschen mehr Gold. Dann machen wir das auch größer. Los jetzt. Gucken, ob wir jetzt hier seitwärts. Ja, voll drauf. Nur nicht meinen Heiler verlieren. Werde ich aber nicht. Oder doch? Es ist Zahltag. Jetzt schnell machst du kaputt. So, jetzt. Schnell zurück. So. Was haben wir denn hier gehabt? Okay, das waren nur ganz Standardeinheiten. Hier kriegen wir direkt wieder Ärger. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, ein paar mehr Sachen zu kaufen. Erstmal machen wir hier ein bisschen das. Jetzt machen wir die Fallen. Unsere alles geliebten Fallen. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Okay. Wir kriegen das. Müssten das ganz gut unter Kontrolle haben. Ah, ich wollte was machen schnell. Hatte ich vergessen gehabt, das schnell Geld dafür ausgeben. Jetzt habe ich natürlich die Helden, die schon da waren, die habe ich natürlich jetzt hier einfach liegen lassen. Oder liegen die vielleicht noch da? Die waren ja hier tot. Nee. Sind schon wieder verreckt. Oh, das ist ein Problem. Jetzt habe ich hier doppelt Gegner. Ah.
will nicht, keine Einheiten verlieren. So. Oh. Jetzt gleich kommen ja wieder Helden. Okay, der Wurm ist eigentlich, ich finde den Wurm gar nicht so schlimm. Der nervt natürlich ein bisschen, dass er ein bisschen im Weg steht. Aber ansonsten habe ich damit eigentlich wirklich keine Probleme. Benötigte Tüftlerwerkstatt. Ach ja, stimmt ja. Das ist die Frage, wo ich jetzt hier... Ich mache ein Safe. Wovor hier... Der große Super-GAU ausbricht. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hey. Verteidig das Dungeon-Herz. So, Friedhof. Können wir was größer bauen? So. Das werden die bestimmt schon tot sein, ne? Oh, die haben den gekillt. Das ist nicht schlecht. Aber die gelaufen jetzt sowieso in die nächste Scheiße rein. Ist keiner von denen gestorben? Aber es ist gut, dass der tot ist, weil ihr seht, da oben ist nämlich ein unendliches Goldlager. Und das ist genau, was ich will. Deswegen graben wir uns jetzt da hoch. Okay. Da waren sie. So, sehr schön. Gefällt mir. Oh, ich habe Glück gehabt hier. Ich weiß natürlich nicht, wo ist. Oh, hier ist noch mehr. Mache ich das bis hier? Hoffentlich passiert jetzt im Moment nichts. So kann ich nämlich jetzt hier wirklich eine Tüftlerwerkstatt hinkleistern. So schön. Okay, wir haben natürlich jetzt hier... Okay, wir heilen uns noch, seht ihr? Wo ist eigentlich der andere Heiler? Wir haben noch zwei Heiler. Okay. Wir sind noch am Heilen. Das dauert echt lange. Na komm schon, lass los, raus! Lass wieder los! Okay. Uns geht's eigentlich gut. Wir greifen sie von oben an. Ich würde gerne das Lager zerstören hier. Aber das wäre mir zu viel. Die kleinen Scheiße sind echt gefährlich. Das Herz wird angegriffen. So, jetzt haben wir mal die Tüftlerwerkstatt schon die erste. Kann ich das nicht bauen? Was fehlt? Ich kann es nicht bauen. Hä, wieso? Was fehlt denn? Gerade keine Ahnung. Ich habe gerade echt keine Ahnung, Leute. Nochmal? Kann ich die nicht bauen? Wo wollen die denn eigentlich hin? Was wollen die denn hier? Es ist Zahltag. Die Nacht hatte eingesetzt. Narathus hatte einen Vergessenszauber gewirkt und verhinderte damit, dass im Dungeon Fallen gebaut werden konnten. Ach Mann! Das ist doof. Jetzt habe ich hier so Kackwege gebaut für nichts. Wo wollen die denn hin, die ganze Zeit, die Zwerge? Was gibt's denn da? Wo wollt ihr denn hin? Dass die hier die ganze Zeit hier hinlauft. Was ist hier? Liegt da noch jemand?
liegt doch keiner mehr. Was machen die denn? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden erstmal hier kämpfen müssen. Verteidig das Dungeon-Herz. So, ihr habt verstanden, was ich mache gerade. Ich mache nämlich gerade den Weg ein bisschen länger für die Helden, weil ich habe echt keine Lust, dass die mir... Ja, ich sowieso keine Fallen bauen darf, dann... Verfügt über mich! Ah! Verteidig das Dungeon-Herz! So, ich will ganz kurz gucken, ob ich noch ein paar Einheiten mehr mache. Ich, also Fallen habe ich natürlich jetzt. Ihr seht jetzt, ja, die Helden laufen jetzt los. Wo sind sie da? Werden jetzt geportet. Guck mal, wo die hingeportet werden. Habe ich das schon zugemacht? Ja, guck mal. Das ist genau das, was ich wollte. Und die laufen jetzt automatisch da oben rein. Das ist mir. Ist mir. Ich habe keine Ahnung, was die wollen. Ich habe keine Ahnung, warum die Schnodderlinge immer hin und her laufen. Die haben hier oben zu arbeiten. Machen sie aber nicht. So, wo sind die? Da liegt einer. Und hier liegt noch einer. Okay. So. Zack. Das habe ich diesen den Wurm hier oben auch mal weggemacht, weil die ganz ehrlich, der ist mir gerade ziemlich auf die Eier gegangen. Der ist mir echt wirklich auf den Nerv gegangen, weil der immer meine Einheiten aufgescheucht haben. Guck da, die werden immer aufgescheucht. Aber ist, die sollen die das eigentlich gar nicht sehen? Ja, ja, was soll's machen? Mist, ich hätte jetzt gerne eine Falle gebaut. Mindestens so ein Drescher. Verdammte Hacke. Toll, jetzt kann ich die ganze Zeit keine Fallen bauen. Ich bin noch stärker. Befehligt mich. So. Tüftlerwerkstatt haben die ja irgendwas gemacht, weil, ganz ehrlich, brauchte ich es ja nicht. Ich darf hier nichts mehr bauen, keine Fallen, gut. Dann mache ich eben was anderes. Dann mache ich mehr Einheiten. Ich suche gerade eine Position, wo ich gerade das andere... Ah, hier. Das andere Baunest. Hier so in die Länge. Ich mache es ganz lang. Hier oben, wir haben also Gold, werden wir, glaube ich, keine Probleme mehr haben.
Wir haben aber Stahlringe, kann ich noch mal bauen. So, dann haben wir die erstmal in Massen. Das lasse ich irgendwie so. Das finde ich vollkommen okay. Auch wenn jetzt ab und zu die Kristallwesen... Also die Kristallwesen sind nicht so stark wie die Kristallwesen, die dort aufpassen. Weil die, die dort aufpassen, sind richtig, richtig böse. Zahltag. Na, guck mal hier. Mana. Mana. Du Wurm. Huch, wo kommt die denn her? Achso, das gab Gold hier bestimmt. Wir müssen immer noch aufpassen. Hier gibt es immer noch Spinnen, die unterwegs sind. Aber wir können ja trotzdem wenigstens hier die Türen... Achso, ich muss das Lektorium noch freischalten. Wo bauen wir das denn hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Oh, da kommen Einheiten. Wie viele sind das? Oh, cool. Viele, viele kleine neue Zombies. Wir müssen mal gucken, wo ich die hinbekomme. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich habe aber Angst vor den Spinnen. Ganz ehrlich, ich habe Angst vor den Spinnen. So, die laufen nämlich jetzt direkt hier wieder rein. Oh, wir haben ein Kristallwesen. Nee, kein Kristallwesen verloren. Ach, das machen die schon. Wir haben zwar keine Fallen, aber wir haben Monster, die uns helfen. Ach, warte mal, das werde ich ganz kurz alles mal einreißen. Weil ich will das alles mitnehmen. Hier oben, ah, guck mal, hat auch alles gut geklappt, ohne irgendwie Komplikationen zu bekommen. Cool. So, sind alle drauf? Alle drauf gegangen. Irgendwie einer fehlt noch. Hoffentlich hat niemand erraten. Nein! Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. Ui! Autsch! Aua! Für dich. Aua! Verteidig das Dungeon-Herz. Hilfe! Verdammt. Nein, das wollte ich nicht. Guck mal, was hier abgeht. Wir haben natürlich jetzt gerade kein Gold. Warum auch immer. Ja, weil man alle Schnodderlinge irgendwas machen, nur keine... Komm, mach Gold. Das ist das Wichtigste jetzt. Wir brauchen Einheiten. Kommt.
Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Okay. Ihr seht, wir haben jetzt gerade viel Stress wieder. Das machen wir noch. Ein Spinnennest haben wir schon mal zerstört. Hier ist nur ein Spinnennest, sehe ich gerade. Ich kann das da oben eigentlich nur locker zerstören. Dann habe ich Ruhe. Dann habe ich echt Ruhe. Und so machen wir das auch. Guck mal hier bitte, Schnodderlinge. Da oben wird ganz wichtig Gold gebraucht. Aber ganz wichtig. Ich hätte, ausgerechnet greife ich genau in das scheiß Spinnennest. Ich habe Angst, dass sie jetzt wieder gleich neue Spinnennester machen. Hoch, 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 hoch. Zahltag. Die Nacht zog auf. Marathus erpresste die Realmforge-Mitarbeiter dazu, Zauber unwirksam zu machen. Ach nein! Ach. Hab ich das nicht aufgehoben? Ich brauche ja keine Zauber gerade. Ich muss aber die Spinnen zerstören. Also kein Zauber wirkt, ja? Nix. Da müssen wir jetzt durch. Das macht mir jetzt nichts. Da müssen wir jetzt durch. Das Nest kaputt, komm. Spinnen haben sich in eurer Guru-Guru-Farm eingenistet. Das ist egal. Oh Gott. Ich bin noch stärker. Wir müssen das Nest zerstören, bevor die nächsten Spinnen gleich kommen. Ah, komm. Jetzt mach's kaputt. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Oh! Okay. Hat gerade noch so geklappt. Das macht eigentlich gar nichts. Die können von mir alles auffressen. Warum müssen die immer noch laufen? Was gibt's denn da? Die wollen das hier noch aufheben. Das kann man noch gar nicht mehr aufheben. Okay. Alles Böse kommt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, das ist eigentlich super gut gelaufen. Ich hoffe, dass die Spinnen sich jetzt nicht wieder... Oh, hier ist noch ein Nest. Habe ich nicht gesehen. Na, okay. Ein Nest nur. Warum? Was wollt ihr denn? Hört doch auf, da rumzulaufen. Kommt.
tot. Das Böse ist unaufhaltbar. In der Hoffnung, dass wir da durchkommen. Das Nest muss weg. Dann habe ich die Spinnen eigentlich. So, da oben sind die Einheiten gestorben. Wie viele waren das? Viele eigentlich. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Schade. Finde ich nicht. Verteidig das Dungeon, Herz. Das hätten wir fast zerstört, verdammt. Wir hätten es fast zerstört, fast. Jetzt komm, mach schnell kaputt. Aber das nervt mich so mit dem Schnodderling, wa? Das nervt mich ja so abgrundtief. Aber ja, was soll man machen? Wegfindung ist die Wegfindung. Haben wir es kaputt gemacht? Ah, ich bin sicher wieder da. Mach das Nest kaputt jetzt! Also. Komm, ich bin wieder zurück. Gut so. So, jetzt können wir uns erstmal kurz, zu kurzzeitig entspannen. Gucken wir, was wieder gestorben ist. Wir haben keinen einzigen Ork mehr, ne? Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Liegt hier wieder Gold? Nein, nicht abreißen. So, ich habe alles aufgehoben. Es ist nichts mehr da. Finger weg jetzt hier. Spinnen sind blöd. Spinnen sind super stark, ey. Viel zu stark. Es ist Zahltag. Ich würde die Sachen ja gerne... Ah, jetzt geht's. So, jetzt habe ich das aufgehoben. Jetzt geht bitte. Nein, nicht auf... Ach, ist egal. Okay. Wir könnten eigentlich jetzt... Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Also Spinnen haben wir eigentlich zerstört. Ich werde diese Spinnen jetzt auch noch zerstören. Was ist mit dir, du scheiß Schnodderlinge? Ich verstehe es nicht. Was ist denn da zu holen? Ich verstehe es nicht. Seht ihr was? Was ist denn da? Was ist denn da zu holen? Was sucht ihr denn? Der will bestimmt die Wände machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Jetzt komm, hau weg hier. Das machen wir dazu, dann haben wir wenigstens die Ecke hier Ruhe. In der Ecke. Aber meine Schnodderlinge machen, was sie wollen, ne? Oh mein Gott. Also echt strohdoof. Schnodderlinge sind nicht so schlau im Spiel, muss ich gestehen und finde ich sehr schade. So, machen wir das noch zu. Ja. Mache ich das hier zu. Jetzt habe ich hier wenigstens noch so einen Raum. Den machen wir ein bisschen von mir aus breiter. Okay. Ich wollte hier einen Kerker bauen, genau. Gebt mir Befehle. Okay. Mein Gott. Machen wir das. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das macht gar nichts. Lass die Feinde kommen.
Ich weiß nicht, was die machen wollen. Ich habe keine Ahnung, wo die immer hin wollen. So. Weißt du nicht, wofür ich den Raum brauche, aber wir werden den bestimmt irgendwann mal brauchen. So, jetzt machen wir uns erstmal ganz kurz einen schönen kleinen Käfig. Haben kein Geld mehr. Okay, wir kriegen natürlich immer mehr Einheiten. Ich kann natürlich, hätte ich eigentlich langsam mal rausgehen sollen, ne? Können die auch umleiten? Ja, ich werde die auch umleiten in die Spinnen rein. Wir werden nämlich bald keine Verteidigung mehr haben. Ja, so machen wir das. Dann mache ich hier zu. Dann laufen die hier durch die Spinnen. Und dann mache ich hier wieder zu. Das schaffst du schon. Das werdet ihr noch schaffen. Das werdet ihr noch schaffen. So, die sind jetzt alle da gestorben. So. Ab in den Kerker mit euch. Na, die machen das natürlich jetzt nicht mehr auf, ne? Machen wir es eben so. Tot. Sauber und? Eben. Bring mich zum Kampf. Okay, ich habe gerade Angst gehabt. So, jetzt wird hier nämlich zugemacht. Okay. Jetzt müssten die eigentlich gehen. Jetzt ist nichts mehr zu holen hier. Habe ich noch irgendwas angeklickt? Hier ist zu. Die müssten jetzt den Weg... Ja. So, okay. Jetzt habe ich eigentlich genug Spinnen und Fallen. Also Fallen nicht, aber hier unsere Kristallwesen fallen. Alles gut. Jetzt ist eigentlich alles wunderbar. Jetzt kann überhaupt nichts mehr passieren. Deswegen machen wir mal gerade einen Zwischensafe. Jetzt haben wir eigentlich komplette Ruhe. Das ist natürlich, die Kristallwesen kommen ja ab und zu mal vorbei. Naja, okay. Die hauen wir jetzt einfach platt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir gehen mal raus. Währenddessen, wir haben doch eigentlich... Oh, wir haben gar kein Dings gemacht. Stimmt, haben wir auch noch. Das haben wir alles noch nicht gemacht. Es ist Zahltag. Die Nacht brach herein. Narathus hatte Schlafpulver ins Bier gemischt, was die notorisch freibiersüchtigen Kreaturen einschlummern ließ. Ihr wünscht? Stimmt gar nicht, weil ich habe nämlich kein Bier. Hahaha. Ha, ha. Natürlich wird das hier ein bisschen heftiger. Wir haben auch nur einser Orks. Wir machen das wieder anders. Wir machen das mit meiner Technik. Ziehen die nach hier. Die Einheiten, damit die Kanonen nicht so viele schießen. Und ich werde das Land vernichten. Schnell zurück. So, jetzt warten wir, bis die Kanonen hier verschwinden. Und dann greifen wir an. Okay, wir haben natürlich jetzt gerade Kristallwesen, die gerade vor der Tür stehen. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen.
Okay, wenn wir das alles dann nachher gelöst haben, ich werde hier mal so eine richtige Tür hinsetzen. Dann haben wir eigentlich, müssten wir eigentlich Ruhe haben. Fallen kann ich immer nicht bauen, ne? Ah, doch. Jetzt geht's wieder. Ich kann wieder Fallen bauen. Ach, das war nur für kurze Zeit, oder was? Ah. Gut. Tresortür, 500 Gold. Machen wir natürlich auch gleich direkt. Ah, haben wir. Tresortür. So, jetzt haben wir eigentlich das ganze Gold verplempert. Wir gehen aber direkt wieder raus. In der Hoffnung, dass jetzt nicht schon wieder neue Einheiten dort gespawnt sind. Wen soll ich töten? Okay. Aua! Ja, hauen wir die Kanonen weg hier. Und das sind Zwerg. Wir haben keine Fallen, aber die Fallen macht das Spiel. Komm, mach den Turm kaputt, bevor ihr stirbt, bevor er stirbt. Eure Kreaturen haben einen Außenposten eingenommen. Das war knapp. Das war fucking knapp. So, die werden natürlich jetzt wieder gefetzt. Oh, ich krieg wieder Ärger mit Kristallwesen. Verteidig das Dungeon, Herz. Ja, einen Moment, ach. Wie die putzen und sich dafür einen Scheißdreck interessiert, dass das Dungeon-Herz zerdeppert wird. So. Wo war ich stehen geblieben? So, okay. Okay, da kommen hier neue Einheiten. Ach ja, ich wollte die Helden haben. Wo sind die? Sag mal, nur ein einziger Held, der hat überlebt. Also als Leiche. Ach, das ist doof. Und die haben natürlich einen langen Weg. Die müssen jetzt durch den Spinnen. Aber es ist egal, solange die da rumlaufen. Aber schade, dass... Man kann die Kamera... Ah, da ist noch einer. Kann die Kamera leider nicht drehen, ne? Gut. Dann nehmen wir den noch. So. Jetzt kommen sie langsam zu mir. Wir können uns aber erst nochmal entspannen. Und ich wollte noch was. Das hatte ich gemacht. Eine Tür, genau. Eine fette Tür. Die bauen wir jetzt mal hier hin. Müssen wir die alte abreißen. Guten. Ah! So, dann bauen wir hier eine richtige Tür hin. Können wir hier wenigstens auch noch so ein Flammendings bauen, aber ganz ehrlich gesagt, ich brauche hier, glaube ich, gar nichts. Läuft hier noch was? Achso, die kleinen Scheißer hier. Machen wir hier zu. Können hier sogar noch mehr zumachen. Ja, so. Es ist Zahltag. Spinnen haben sich irgendwo im Untergrund weiter ausgebreitet. Haben die ein Nest gebaut? Okay, ich muss sie zerstören. Nee, das geht gar nicht. Kann ich jetzt eigentlich wieder Zauber wirken? Ah, ich kann wieder Zauber wirken.
mach die kaputt jetzt. Zack, haben sie ein Nest gemacht. Nein, jetzt haben sie ein Nest gebaut. Verdammt. Na warte. Ach je. Meine Faulheit oder meine Gier. Naja, egal. Müssen wir sie jetzt eben wegprügeln. Jetzt kommen auch noch die Kristallwesen. Werden wir schaffen. Werden wir schaffen. Ich habe natürlich jetzt gar keine Zauber mehr. Jetzt Schluss mit dem Scheiß hier. Ende Gelände. Mann, ey. Jetzt habe ich mir natürlich wieder sehr, sehr viele Einheiten kosten lassen. Oh, die Spinnen sind aber ganz gut, ne? Die sind stark geworden. Ja, gib mir mal die kleinen Einheiten. Bevor die mir nämlich erst hier alle gleich verrecken oder verschwinden. So. Kerker hatte ich kein Geld mehr, glaube ich, gehabt. Deswegen war der so klein. Und hier muss ich, glaube ich, noch mal eine Reihe machen. Aber jetzt habe ich die Spinnen endlich zerstört. Okay, den Weg laufen sie ja nicht mehr hier lang. Macht aber nichts. Machen wir noch nachher zu. Okay, supi. Ja, wir machen den Weg wieder zu. Das machen wir jetzt alles richtig. Okay, cool. So, Leute, wir haben für eine Stunde gespielt. Ich kann da jetzt eigentlich sagen, wir sind eigentlich sehr gut dabei. Das ist ganz gut. Die halten unsere Helden auf. Zeit zu sterben. Ui. So. Hier wird zugemacht. Hier wird Gold gelagert. Das ist das Schönste. Gold, ich liebe Gold, ich liebe es. Gold ist super. Gold ist sexy. Gold wird jetzt überall hingelagert. In jede Ecke. Ich hätte die Spinnen töten sollen. Das waren ja alles Mütter. Oder bis jetzt so die Einheiten, die Spinneneinheiten, die auch wirklich die kleinen Nester machen. War doof von mir. So, ihr Schnodderlinge, ist das schön? Ja, das ist einer, der macht das. Machen wir zu jetzt hier. Ein bisschen Weg laufen lassen können wir ja noch. So, jetzt würde ich aber gerne mal wieder nochmal raus. Und da wir... Wird gerade produziert? Ah, super, die machen das auch. Ah, sehr schön. So, wir machen jetzt noch ein bisschen breiter. Ich brauche ein bisschen... setzte ein. Nein. Narathus nutzte sie nicht.
müssen. Ich will jetzt ganz viel Zauber machen. Nimm das doch, das Gold. So. So. Google Farm. Besser machen. Ganz klar. So. Wir haben nämlich nur eine kleine Google Farm. Wir könnten die übrigens mal vergrößern. Hahaha. Das machen wir auch mal. Wir vergrößern die in diese Richtung. Und. Werden wir angegriffen? Okay. Oh, guck mal hier. Ganz aggressiv. Hoffentlich kriege ich hier noch zwei Bücher jetzt. Bücher-Dingsbums hin. Ah ja, das hatte ich auch abgerissen gehabt. Das ist natürlich auch eine keine schöne. Schöne. Nochmal so. Jetzt habe ich es richtig gedrückt. Ah, guck mal hier. Wow. Guck mal, wie viel Gold hier noch ist. Sogar ein richtiges, fettes Goldlager. Brauchen wir hier aber ganz ehrlich gesagt nicht. Noch nicht. Vielleicht später ja mal. So. Ja, ich bin zufrieden mit meinen Spinnies. Die sind nett. Können wir auch mal wieder ein bisschen größer anbauen. Okay. Uns geht's eigentlich gut. Wir haben zwar wenig Geld, weil die Schnodderlinge alles machen. Alles. Also sie machen alles. Nur nicht das, was ich möchte. So, eine Google Farm. Können wir die überhaupt noch bauen? So, Google Farm ist groß. Das ist eigentlich vollkommen okay. Kommen noch ein paar Einheiten. Ganz ehrlich, ich habe gerade keine Zeit. Ich werde jetzt, ich hau dir direkt aufs Maul. Okay. Mache ich jetzt folgendes, so und so. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Da oben gab es nämlich noch, siehst du, hier ist nämlich noch so ein Türmchen. Da haben wir auch mal drauf. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, lass so kurz kommen. Irgendwie ist die Mission nicht so schlimm. Ich fand das schlimmer, als der Narratus immer andauernd mit seinen ganzen... Sekunde. Boys verbessern sind es immer besser. So, wenn wir das Ding eingenommen haben, machen wir Schluss für heute. Wir müssen jetzt langsam das Ding einreißen. Einen Außenposten erobert. Okay, war nämlich ziemlich knapp gerade, wegen Schaden und so. Was haben wir hier? Hier kriegen wir ziemlich... wir müssen jetzt gucken, dass ich die einsammle. Ich sehe sie nicht, einer. So wenig. Ach Mann. Hier. So, machen wir das Türchen hier. Komm, heilt euch. Bitte bleibt doch stehen und heilt euch. Kommt. Jungs. Es bleibt doch stehen. Bleibt doch stehen, Alter, nee. Es, wenn die nicht stehen bleiben, heilen die sich nicht. Was gibt es? Mann, wie doof.
Wegfindung leider, oh mein Gott. Guck mal, warum zum Teufel wird der nicht geheilt? Das verstehe ich nicht. Aha, weil irgendwas ist. Das macht doch keinen Spaß, wenn das immer so spackt. Es ist Zahltag. So. Was soll ich tun? Reicht. Hauen wir den mal ganz kurz aufs Maul. Wie viele Einheiten habe ich überhaupt eigentlich noch? Wir haben. Die restlichen Einheiten sind, glaube ich, gerade draufgegangen und schlafen, oder was? Werden gerade hergestellt? Ich weiß es nicht. Das waren die einzigen Einheiten, die ich habe. Wenig, ne? Das müssen wir auch mal was verlängern nochmal. Wir könnten übrigens das auch anders machen. Wir machen das hier zu. So mache ich einen großen Schlafraum, weil wir brauchen sowieso nachher wieder mehr Einheiten. Ein Außenposten wird angegriffen. Och nö. Werdet ihr weggebeamt. So. Den schlafenden Schlappschwanz werde ich ganz kurz aufstehen lassen. Und die machen das schon. So, wird wieso angegriffen? Automatisch wird dann ja dadurch Alarm geschlagen. Gut. So ist es. So, Leute. Wir lassen das erstmal für heute. Wir sind auf der Hälfte fast angekommen. Uns geht's aber recht gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis denn. Und tschüss. Wir sehen uns genau hier wieder.